Stoffe dehnen sich aus, wenn sie erwärmt werden. Aber stimmt das auch wirklich? Wir überprüfen es anhand einer Autobahnbrücke über die A45. Als kleine Erinnerung, die Längenausdehnung von Festkörpern, Delta L, ist proportional zur Anfangslänge L0 und proportional zur Temperaturänderung Delta Theta. Die Formel lautet also, Delta L, das ist die Länge, die dazukommt, ist gleich Längenausdehnungskoeffizient mal L0 mal Delta Theta. Hier ist das Objekt der Begierde. Diese Autobahnbrücke quert die A45 und zwar verhilft sie der Laergesener Straße bzw. der L3130 über eben diese A45. Wenn man genau hinschaut, sieht man am Anfang und am Ende der Autobahnbrücke so, sagen wir, Fugen. Und diese Fugen habe ich mir mal einmal im Winter und einmal im Sommer näher angeschaut. Fangen wir im Winter bei minus 2 Grad an. Ich halte einfach einen Maßstab an die erste Fuge und lese 4,7 Zentimeter ab. Das Ganze mit der zweiten Fuge ergibt 5,1 Zentimeter. So, jetzt machen wir das Ganze im Sommer bei 21 Grad nochmal. Wir messen wieder die eine Fuge, natürlich an der gleichen Stelle, ergibt 4,2 Zentimeter. Das Ganze für die zweite Fuge ergibt in diesem Fall auch 4,2 Zentimeter. Zurück an der Tafel versuchen wir nun die Daten zusammenzutragen. Wir hatten einen Temperaturunterschied von minus 2 Grad Celsius zu 21 Grad Celsius macht insgesamt 23 Kelvin. Nun hatten wir links und rechts sozusagen die Fuge gemessen. Wenn wir das entsprechend für links subtrahieren, haben wir einen Unterschied von 0,5 Zentimeter und das entsprechend für rechts machen 0,9 Zentimeter. Das Ganze addiert ergibt einen Gesamtunterschied von 1,4 Zentimeter zwischen Winter und Sommer, also 0,014 Meter. So, dann brauchen wir natürlich noch die Gesamtlänge. Die habe ich dadurch bestimmt. Da war ein Geländer zwischen den Geländern. Pfosten waren immer 2,6 Meter und insgesamt 20 Lücken gab es. Macht zusammen genau 52 Meter. Schauen wir uns jetzt die Formel an und wir stellen diese Formel nach dem Ausdehnungskoeffizienten um. Das heißt, Alpha ist gleich dann Delta L durch Delta Theta mal L0. Nur noch einsetzen, die Werte stehen ja oben. Und dann, wenn man den Taschenrechner bemüht, bekommt man dann tatsächlich auch ein Ergebnis. 11,7 mal 10 hoch minus 6, 1 durch Kelvin. Und in der Wikipedia mal nachschauen, was da für Beton steht. Und siehe da, das ist schon relativ nahe dran. Gut, wobei jetzt nicht dabei steht, ob es auch Stahlbeton ist, verschiedene Zusammensetzungen. Aber dafür, dass es relativ hemdsärmlich gemacht worden ist, ist das Ergebnis schon ziemlich beeindruckend. Vor allen Dingen sieht man, dass tatsächlich sich die Brücke ausdehnt im Sommer. Und 1,4 Zentimeter scheint wenig zu klingen, aber ohne diese Dehnungsfugen wäre die Brücke oder würde die Brücke tatsächlich kaputt gehen. Also die Dehnungsfugen haben eine sehr wichtige Bedeutung. Und ja. Das ist immer mal schön, wenn die Physik stimmt. Hier war das auf jeden Fall mal ein schönes Anwendungsbeispiel für die Längenausdehnung.
Naja, ihr kennt das ja. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo dalassen.